Zuletzt bei Pokémon SoulSilver, Randomizer, Nuzlocke. Wir hatten einfach ein riesenstarkes Problem im letzten Part mit einem Trainer, der einfach fast jedes Starter-Pokémon hatte und uns damit einfach fast fertig gemacht hat. Moin moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten SoulSilver Randomizer Part. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht's rund. Heute werden wir gegen Bianca battlen. Deswegen geht's direkt schon zur Arena. Ich will heute keine Zeit verschwenden, weil wir haben ein bisschen was vor. Ich glaube, oben müssen wir lang. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall ja. Ich freue mich riesig drauf, weil Bianca, muss ich sagen, ich muss mich eben ordentlich hinsetzen. Bianca war eine richtig, also wirklich eine richtig schwere Arena-Leiterin. Also wirklich eine richtig schwere Arena-Leiterin, meiner Meinung nach. Bianca war wirklich so ein Arena-Leiter, wo man echt Respekt vor hatte. Also wirklich Respekt vor hatte, weil Bianca das Problem hatte, oder das Problem bei Bianca war einfach, sie hatte Miltank und Miltank war gefährlich. Ja, der Vorteil, den wir jetzt einfach haben, ist, es ist alles ja random. Das heißt, auch ihre Mons werden random sein. Das heißt, mit ein bisschen Glück ist es hier natürlich jetzt gleich kein... Wie viel Damage macht das? Okay, gar nichts. Wenn es natürlich jetzt gut läuft, ist es jetzt natürlich gleich kein Miltank. Wir hoffen es jetzt mal nicht. Aber versprechen kann ich natürlich jetzt auch nichts. Ich muss mal gucken, dass ich Zarin noch wieder ein bisschen level, weil Zarin ist im Moment auf 15. Das ist gerade nicht so geil. Und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr, ja, gucken, dass wir hier Bianca machen und die Arena machen. Aber so viel jetzt erstmal dazu, sonst komme ich, ich bin jetzt gerade komplett durcheinander. Ich wollte jetzt eigentlich dazu sagen, Bianca war damals schwer. Wir haben jetzt ein bisschen Glück, wir wissen halt nicht, was sie ungefähr hat. Ja, das kann uns natürlich jetzt einiges erleichtern, kann uns natürlich aber auch richtig harte Probleme bereiten. Ich denke aber, das sollte uns es auf jeden Fall einfacher machen, weil es randomized ist, weil wir nicht, weil sie halt definitiv, also sie hat kein Miltank, safe hat sie kein Miltank. Und, ja, das wird auf jeden Fall geil werden. Ich freue mich drauf, weil wir haben nämlich einen riesen Vorteil, was wir haben im Moment. Wir haben relativ unsere Mons alle sehr stark, meiner Meinung nach, trainiert. Also die sind alle so 16, 15, was alles ein gutes Level ist. Kevin erreicht sogar jetzt schon 17, was extrem gut ist, weil das Team, was wir haben, ist gar nicht so schlecht, was viele denken. Wir haben zwar eine riesengroße Feuerschwäche, Bodenschwäche, Kampfschwäche. Ich würde gerne Feuer-Pokémon haben. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt, ja. Ja, ich wollte nur immer erwähnt haben. Es wäre halt geil, wenn wir das noch haben. Ja. Alter Junge, Alter, wie Razer im Moment abgeht, wenn man das erstmal trainiert hat, das Ding, ne? Das ist der Hammer, ey. Sehr nice. Aber kommen wir erstmal zu meiner Frage des Tages heute, weil ich oder mich würde gerne mal interessieren, welche Games zockt ihr außer Pokémon noch? Also wirklich Games, die so ein bisschen zeitintensiv sind, die wie, also ich sag mal, wo ihr auch wirklich Zeit investiert und nicht irgendwo ein Game was holt und sagt, ey, das zocke ich schnell durch und danach spiele ich es nie wieder, sondern Games, wo ihr sagt, ich spiele das, ich zocke das. Ich zocke das auch noch, nachdem ich die Story durchgespielt habe, weil ich noch viel machen will, weil es mir Spaß macht. Solche Games würde ich mal gerne wissen. Würde mich mal interessieren, was ihr da noch so alles habt an Games. Ich muss das überlegen. Ich glaube, ich kann am besten links gehen. So. Weil ich zum Beispiel bin noch ein Riesenfan der Monster Hunter-Reihe, muss ich sagen. Das Game, ich glaube, ich fing relativ früh damit an, auf der PlayStation, war das, glaube ich, damals schon? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es auf der Wii gezuchtet ohne Ende. Das war meine Hauptjagdzeit damals, kann man das so sagen? Hauptjagdzeit. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Als Vegetarier habe ich Monster getötet, habe Fleisch gebraten ohne Ende. Ja, hab Tiere getötet, um die Materialien zu bekommen. Das war schon geil. Das ist halt so ein richtig schönes Grinding-Spiel. Und, ja, es hat einfach Bock gemacht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es hat Bock gemacht. Es war geil. Es war Monster Hunter geil. Es ist ein Game gewesen, was einfach geil war. Ja. Und, ich weiß nicht, es ist Monster Hunter. Ich kann mich für Monster Hunter einfach echt stundenlang begeistern. Weil es ist so ein Game, was man halt durchspielen kann. Man kann es mittlerweile auch online mit Freunden sehr gut spielen.
Das haben sie halt auch alles eingeführt. Ich habe Monster Hunter World habe ich zum Beispiel gar nicht gezockt, aber das ist so ein Game, wo ich mich, oder was ich halt noch außer Pokémon zocke, weil Pokémon wird ja irgendwann auf Dauer ein bisschen langweilig, wenn man das jetzt so sagen möchte, ne? Das kann ich jetzt auch eigentlich so sagen, weil auf Dauer ist es einfach nach einer Zeit ein bisschen langweilig geworden. Oder wird ein bisschen langweilig, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auch hier diese ganzen, Challenges mache oder auch immer wieder Competitive spiele, was halt immer wieder LOL. Okay. Hat das eine Eisattacke drauf? Nee, ne? Eigentlich nicht. Wenn das One-Shot, liebe ich Cooper. So ist das geil. Oh ja, so ist das geil. Richtig geil. So, was ist das letzte Mal, was sie hat, die Bitch? Yes! Knilz! So, das war das große, starke Miltang, was uns immer Probleme bereitet hat. So. Stachelspore erstmal wieder drauf. Alles gut, kann ich mir leben. Stachelspore ist nicht schlimm. Ich will die Poison haben, Brudi. Give me the poison, please. Give me the poison. Dankeschön. Was? Die Bitch hatte Bronusbeere drauf? Hä? Hat das Mittag damals auch eine Beere gehabt? Never. Wie viele Hypertränke, Supertränke hat die denn? Dankeschön, danke. Alter, ich dachte gerade, wie viele Supertränke hat die Bitch denn? So, damit haben wir den Arena-Orden, können weitergehen, Guys. Ich hatte mir den schwieriger vorgestellt, aber ich bin froh, dass wir ihn haben. Sehr geil, sehr gut, dritter Arena-Orden. Was für die denn jetzt? Oh je, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Aber keine Sorge, irgendwann gibt sie schon wieder Ruhe. Sie weint immer, wenn sie verliert. Okay. Ja, egal. Hä, muss ich jetzt trösten? Warum muss ich sie trösten? Ach, lol, ich hab den Ohren vergessen. Was? Ich hab den Ohren einfach vergessen. Lol, das ist mir gar nicht eingefallen, dass ich die Ohren vergessen habe. Egal. Damit haben wir den dritten Arena-Horn jetzt gerade bekommen. Ich habe gedacht, ich habe den schon. Lol. Haben Bianca besiegt. Sehr, sehr schön. Freut mich gerade sehr. Damit haben wir es geschafft. Wir haben die nächste Arena hinter uns. Haben drei Orden. Sind im Part 11 gerade, was eigentlich meiner Meinung nach gerade gar nicht so schlecht ist, weil wir gut vorankommen. Haben ein relativ starkes Team. Wir gehen direkt nach oben, weil ich, wie gesagt, heute nicht so viel Zeit verschwenden will. Weil wir wollen ja im Prinzip heute durchkommen. Und meine Frage des Tages ist ja immer noch, welche Games habt ihr außer Pokémon? Ich habe gesagt, ich habe ja so einige Games, so wie... Oh, Alter, Panäscher, locker, Alter, Junge. Das hau ich weg wie Schnitze hier. Giftwolke und go, Alter. Giftwolke, go. Giftwolke, go. Giftwolke, go. Dankeschön. Poison, Alter. Dankeschön. Hat sich das gerade geheilt? Das hat sich gerade geheilt. Das hat sich gerade geheilt. Alter, so. Erstmal die Frostbeine drauf. Ja, also wie gesagt, da sind so einige Games, so wie Assassin's Creed. Das Game ist auch so geil. Jede Assassin's Creed oder jedes Assassin's Creed ist geil. Die ganze Reihe von Assassin's Creed ist geil. Ich bin ein Riesenfan. Das kommt jetzt demnächst für die Switch raus. Guys, wenn ihr wollt, dann zocken wir das mal im Stream zusammen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das Game macht extrem viel Spaß. Glaubt mir, also wirklich, das ist schon... Ey, das ist schon eine Klasse für sich, wirklich. Das Game ist schon geil. Also das Game ist richtig geil. Ich bin ein Riesenfan von der Assassin's Creed-Reihe, weil ich sitze da sehr oft und sehr lange vor.
Und da gibt es halt auch immer was zu tun. Black Flag war ein riesengeiles Game. Assassin's Creed 3 mit der Revolution war extrem geil mit George Washington. Was richtig? Ja, ich glaube schon. Oder Link oder so. Abraham Lincoln, so. Es war schon echt geil und ich bin ein riesen Freund von. So, wir haben den Nationalpark erreicht und können damit einen weiteren neuen Encounter fangen im Nationalpark. Natürlich ist das Käferturnier, glaube ich, heute gar nicht. Oder ist es das schon? Ich weiß gar nicht, ob das Käferturnier ist. Eben fragen, weil... ich weiß gar nicht, ist das Käferturnier? Das Problem ist... Also wir können ja... Oh, lol, ein Item. Gönnung, Geist, Gönnung. Item ist gut. Item ist immer gut, Geist. Item ist immer gut. Klettern, das ist nice. Leute, gibt's ja die TM Kratzler. Das war ja in der vierten Generation die TM, womit man Berge hochgehen konnte. Mega geil, stimmt. Das habe ich total vergessen. Luftstoß. Das von Lugia, die Spezialattacke. Ja, als ob die TMs auch random nice sind mit den Attacken. Lol. Ja, okay, das ist auf einer Seite scheiße, weil... Oh, wenn ich die jetzt immer wieder benutzen könnte, das wäre so krass fucking OP. Okay, wir fangen uns im Nationalpark einen neuen Encounter. Und das wird ein... Ich will doch nur ein Feuer-Pokémon haben. Okay, Balderfisch fangen wir, Guys. Balderfisch ist geil. Balderfisch ist gut. Es war ein weiteres Gift-Pokémon, das nicht so geil ist. Aber es ist halt ein Balderfisch. Ich wusste, dass mich dieses Drecksding. Ich wusste, dass mich das vergiftet. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil. Ich glaube, der kann nur. Ich glaube, das Ding kann nur Giftstachel. Okay, oder Tackle. Ja, nice. Warum bin ich nicht früher in Dings gegangen? So, weil jetzt kann ich nämlich einfach. Jetzt hat er zwei mehr Hätte eingesetzt. Das heißt, er müsste den Hit tanken. Womit habe ich das verdient? Her, bitte. Womit habe ich das verdient? Ich muss aufpassen, dass mir da jetzt nicht abkratzt. Ich habe halt auch keine Möglichkeit, gegen Gift irgendwie was zu machen, ne? Haben die da einen PC drin? Weil sonst wird es, glaube ich, schwierig. Haben die einen PC drin? Ja, ne? Oh, die haben keinen PC drin, Alter. Ich muss ganz nach unten. Alter, das wird so knapp, dass uns der hier nicht wegstirbt, ne? Wie viel haben wir noch? Ich glaube, ich müsste auf jeden Fall jetzt wieder heilen einmal. 17, okay. 49, merkt euch das. Wir zählen mal mit hier. Wir zählen jetzt mit, wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Okay, passt. Gut, wir kriegen es hin. Ist nichts gestorben. 16, 17. Poison ist halt eine richtig Drecksattacke hier in dem gesamten Dings, ne? Wirklich, Poison ist richtig kacke, ey. So. Also, nochmal zurückzukommen, welche Games ich außerdem dem zocke. Ich bin, wie gesagt, ein Riesenfreund von Monster Hunter, was ich nebenbei von Pokémon zocke. Assassin's Creed zocke ich nebenbei. Natürlich auch noch so einige andere Games, die man auch sehr gut nebenbei zocken kann. Fortnite und so, kenne ich jetzt einige, dass da wahrscheinlich gleich Fortnite in die Kommentare schreiben und sagen, wow, Fortnite ist so geil. Ja, Fortnite macht schon Spaß. Ich bin aber immer noch ein Freund davon, Fortnite macht nur Spaß, wenn man es in einer Gruppe spielt. Alles andere ist bei Fortnite auf Dauer irgendwann ätzend, schwitzend. Das ist einfach nur Nerven. Es ist einfach traurig, wenn man gegen Schwitzer nur noch spielt. Und dann macht das auch irgendwann auch einfach keinen Spaß mehr. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man... Gut, dass ich nicht in Cooper gegangen bin. Ich habe ein bisschen auf der Eisattacke, habe ich gedacht, Geist, da könnte eine Eisattacke kommen. Und ich bin froh, dass ich nicht da reingegangen bin. Okay, aber nochmal darauf zurückzukommen, also es gibt auch so ein paar Mobile-Games, die ich halt noch
nebenbei sehr aktiv zocke. Aber sowas wie Brawl Stars und sowas, was, ja, das spielen wir oft genug im Stream, Guys. Aber so, dann hört es langsam wirklich bei mir auf. Ich habe echt nicht so viele Games, wo ich sage, da sitze ich viel bei. Früher hatte ich noch so World of Warcraft. Da saß ich auch extremst lange bei und viel und gebig, geil. Aber da fehlt halt ein bisschen was. Und sehr, sehr schade. So, ich bin Dings, bla, 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 bla. Zeig mir den Wollen. Okay. Also, ich würde nämlich sagen, wir fangen hier nämlich auf der Route 36 keinen Encounter, wenn uns nämlich das Mogelbaum fangen, oder das Mogelbaum fangen, werden uns jetzt noch eben schnell eine Gießkanne besorgen. Die kriegen wir nämlich da hinten, weil wir haben im letzten Part, glaube ich, oder im vorletzten Part, haben wir in den Häusern gefragt. Und da hat uns die Frau nämlich gesagt, halt stopp, ihr kriegt nur eine Gießkanne, wenn ihr Bianca besiegt. Und das haben wir nämlich geschafft heute im Part und werden uns dann auch noch im Dings finden. Schreibt mir, wie gesagt, mal in die Kommentare, was ihr gerne zockt. Was euer, also was ihr, wie gesagt, außerhalb von Dingstalk, am besten irgendwie so Rollenspiele würde mich mal interessieren, welche Games das sind. Also wie gesagt, bei mir ist es, und ich bleibe auch dabei, es ist einfach sowas wie Assassin's Creed, oder halt Monster Hunter, mit Jagen, Grinden und so. Das ist halt, das sind Games, die halt langfristig Bock machen können, die halt Spaß machen, ja. Ich bin auch, muss ich auch sagen, ein Riesenfreund von solchen Games, die wirklich so eine richtig schöne Story haben, wo man sich reinsetzen kann und einfach zocken kann. Wisst ihr, was ich meine? Wo man einfach chillen kann mit den Games. Das ist schon geil. So. Auf geht's. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob die stationären Pokémon auch Random Nights sind. Ich glaube ja. Das heißt, auf Route 36 können wir uns jetzt einen Mogelbaum fangen oder ist es was anderes? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe das aber auch randomized. So. Es ist ein Mogelbaum. Es ist ein Mogelbaum. Sehr nice. Level 20. Wir werden es auf jeden Fall fangen, weil ich will es gerne fürs Team haben. Ich würde es echt gerne fürs Team haben, Mogelbaum. So. Oh! Nein, Dreschwege macht jetzt noch mehr. Oh, lol. Lol. Oh. Mogelbaum gefangen. Sehr geil. Ich hatte gerade richtig Panik, dass das Ding Probleme bereiten könnte. So, Spitznamen drum. Ich habe einen guten Namen dafür. Wir nennen es nämlich jetzt... Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch ein Feuer-Pokémon bekommen. Um ehrlich zu sein. Aber... Ich weiß es echt nicht, ob wir noch ein Feuer-Pokémon bekommen. Deswegen nennen wir es Klausi. Ich würde gerne Fire King, würde ich auch gerne Feuer-Pokémon nennen, weil es einfach wegen Fire ist so und wegen King. Aber naja. So, Mogelbaum haben wir auch gefangen. Sehr schön. Der Typ gibt uns das Pflanzenset. Damit können wir jetzt Beeren anpflanzen. Und auch die ganzen anderen Beeren, was sehr, sehr, sehr schön ist. Das werden wir natürlich gleich mal machen, weil wir die Beeren brauchen. Also Sinebären und so können wir extrem gut gebrauchen. Chiki-Kanne sieht so nice aus, ne? Die hat schon irgendwie Style. Beerepflanzen. Let's go. So. Ich habe gar keinen Dünger. Was will ich denn ohne Dünger? Sinebäre. Rein damit. Nee. So, nochmal. Halt Pokémon von Vergiftung, das ist so wichtig, ne? Beerepflanzen. Und die Yanogo-Bär gibt uns wieder AP wieder. So, wässern. So, wässern. So, und nochmal wässern. Das kann man ja eigentlich so machen, ne? So, wir haben sie gewässert, alles easy. Sind damit dann auch für diesen Part komplett fertig, würde ich sagen. Haben es dann auch geschafft, ja. Sind jetzt auf Tipps für Trainer, bla bla bla. Auf Route 37 können wir uns sogar gleich einen neuen Encounter fangen. Das machen wir aber alles im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Und schaltet auch wieder am Dienstag ein, wenn es weitergeht mit der Pokémon SoulSilver Random Eiser Nasslocke hier auf diesem Kanal. Ja, wenn es euch gefällt, beantwortet auch die Frage des Tages. Welche Games zockt ihr außer Pokémon? Würde mich interessieren. Ich schreibe auf jeden Fall meine Meinung nochmal mit rein.
Und ich würde sagen, schönen Tag euch noch, schönen Samstag, genießt das Wochenende. Bis die Tage. Tschüss. Dankeschön fürs Zusehen und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.